Tag, heute ist Mittwoch, der 16.03.2016, glaube ich. Ja, richtig. Das war wirklich geraten gerade. Ja, ich gehe erstmal laufen. Habe ich beschlossen. Keine Ahnung, ob das gut ist, weil ich doch ein bisschen erkältet bin. Also so Nase zu weit. Aber ich finde, oder ich glaube, das ist nicht so doll, dass man sagen müsste, oh, bleib mal lieber im Bett liegen und so. Ne? Arbeiten muss ich ja schließlich auch. So, mal sehen, wie ich laufen kann mit so Nase, die ein bisschen zu ist. Erstmal warm machen und dann was noch. Kommen Sie, junge Lady. Sicherheitshalber die eine mitnehmen. Jetzt warm machen und dann laufen. Handschuhe vergessen, falsche Brille auf. Ich gehe mal los wie so ein Friseur. Aber immerhin ist die Sonne sehr angenehm. Jetzt kommt der Wind von vorne, dürfte okay sein. Weil das Mikrofon ja hinten jetzt funktioniert. Naja, wenn nicht, haben wir Pech ab. Zeit ist, ja okay, geht so. Mittelfeld. Bin nicht so zufrieden, aber hey, ich bin gelaufen, das ist wichtig. Und ich kann mir einreden, dass es an meiner Rotz liegt, die ich habe. Und nicht an meiner Unförmigkeit. Pups, was machst du für Geräusche? Im Video von gestern habe ich mich darüber gewundert, dass ich so bescheuert bin und Sachen, die mir einfallen, sofort posten muss. Und dass es mich nervt, wenn ich das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer. Beim Kommentieren von dem Video auf YouTube kam mir dann die Idee, dass es vielleicht daran liegt, dass ich und viele andere sich auch schon lange im Internet bewegen. Und ich meine, als wir anfingen mit dem Bloggen oder als ich anfing mit dem Bloggen, da war es völlig egal, wann du den Blogpost geschrieben und veröffentlicht hast. Ob der nur mitten in der Nacht kam oder am Tag. Soziale Netzwerke wie Facebook gab es noch nicht und kam erst später. Und selbst da war es am Anfang auch noch egal, wann du gepostet hast. Weil die Leute Feedreader benutzt haben und sowieso deine URL aufgerufen haben und nicht nur auf Facebook rumhingen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Ist das süß? Nee, Cookie, bist du süß? Du bist so süß. Ja, du bist so süß, bist du. Süß bist du, ja, doch bist du. So, Cookie, dann lass uns mal die letzte Runde machen, bevor ich zur Arbeit muss. Das Licht an bei mir. Guck, ich habe vergessen, Licht auszuschalten. Geh mal. Mona ist da. Hey, Überraschung, meine Schwester ist da. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich wusste dabei. Auch wenn ich gerade so getan habe, als wenn ich verwundert bin, dass das Licht noch an ist. Der Markus sagte letztens in den Kommentaren, dass ich Booster mal ausprobieren soll, als es hier um Energy Drinks und Red Bull ging und so. Und ich hatte jetzt irgendwie zwei Sorten auf Arbeit probiert. Einmal Apfel-Kiwi und das andere war einfach nur zuckerfrei. Da gibt es zuckerfrei von, das ist schon mal sehr gut. Zucker ist nämlich böse. Und jetzt probiere ich hier aber auch noch irgendwie so einen sauren. Irgendwie soll der ganz sauer sein, obwohl der 12,8 Gramm Zucker hat. Mehr als das Apfel-Kiwi-Zeug. Wenn der sauer sein soll, warum hat er mehr Zucker? Aber gut. Die anderen beiden haben auf jeden Fall geschmeckt. Das ist okay. Also geschmeckt. Irgendwie schmeckt das Eis nach Gummibärensaft. Das ist immer nicht so toll. Aber der Apfel-Kiwi ist schon ganz okay. Und zumindest hat man mal ein bisschen anderen Geschmack dabei. So, das war's für heute. Ich muss mich jetzt mal mit meiner Schwester unterhalten. Ich muss, hört sich doof an. Sorry. Du weißt, dass ich das gerne mache. Ja, also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Meine Schwester hat sogar Quiche gemacht, aber ich kann jetzt nicht noch eine Quiche essen. Also wirklich nicht. Dafür ist es zu spät jetzt. Oder vielleicht doch? Nein, 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 nein.